Du hattest noch, ich habe beeindruckt gesehen, was ihr jetzt in eure in euer Auto reingeschraubt habt. Nicht schlecht, oder? Ah. Ja, genau. Wir haben, man kauft sich ja so einen Kindersitz. Also, weil das Kind, das sollte ja in so einem Kindersitz sitzen. Weil oh das, mein Gott, was ein Thema, ja. Ja, es ist ein wildes Thema. Und du möchtest natürlich, dass dieses Kind irgendwie da halbwegs sicher drin sitzt und so weiter und so fort. Und es gibt ja wirklich alles Mögliche. Und es gibt sehr viele Leute, die relativ alte, auch bei uns im Bekanntenkreis, relativ alte Kindersitze, die weiß irgendwie hier, du kennst ja Maxi-Cosi, ist ja so der große Ding, so erste Generation Maxi-Cosi gebraucht gekauft haben. Kann man sicher machen, würde ich im Leben nicht tun. Ist halt 15 Mal runtergefallen. Ist, genau, das ist der Punkt. Du weißt halt nicht, was dieses Ding schon mitgemacht 13 hat. 13 Unfälle verwickelt. Und gerade erste Generation ist halt schon sehr alt. Und, aber ist da nicht so schlimm, weil die Freundin... War früher auch kein Problem. War früher auch kein Problem. Und früher sind wir auch einfach auf so einem... Weißt du, habt ihr auch auf solchen Hockern gesessen noch? Im Auto? So wo einfach so eine so kurz mit komischen Erhöhung. Das ja. gilt nicht mal als Kindersitz. Ja, heute die, nicht mehr. Die haben uns, ich bin, nee, heute nicht nein, mehr. Nein, nein, nein. Ich bin so alt. Ich hatte einfach nie irgendeine Art von Kindersitz. Mit dem Brezen im Auto. Ja. Einmal der Brezen. Ich bin so alt, an der Brezen festgehalten, die an der Scheibe geklebt hat. Nee, wir hatten auch kein Auto, wie ich so klein war. Und dann erst wieder war ich, weiß nicht, 6, 7, 8 oder so. Und da gab es noch keine Pflicht für Kindersitze. Ja, ja. Ja, und vor allem gab es den da, das war doch wie ein Panda. Ich meine, eine Handschnallgurte hinten, da hast du doch nur gelacht, oder? Also war zum Festhalten, der Handschnallgurt. Ja, wir hatten das schon. Also das gab es schon. Und also ich glaube, es war damals auch keine Pflicht, aber meine Eltern hatten auch so eine Erhöhung aus irgendwie Styropor mit ja, überzogen. Genau, so mit, Kunststoff. Ja, mit irgendwas Styropor. Und dann saß du halt da drauf, weil dann auch der Gurt halt nicht mehr... Aber das als Kindersitz definitiv überzogen mit Asbest. Und dann irgendwie lackiert mit so einem Horror. Ja, ja. So ja. Dampf. So glow in the dark, noch irgendwie radioaktiv. Ja, so Radonlack, ja. Mega gut. Genau. Nee, aber jetzt gehst du hier auf die Seite von irgendeinem so ja. Kindersitzhersteller und denkst dir so, was da. Ja, genau, was, das ist. Was das zum hier 63 Seiten mit. Genau, exakt identisch aussehen. Der Cabrio-Fix. Ja, ja. Was willst du denn? Also was? Ich hab eine Stiftung Warentest gekauft. Ernsthaft. Ja, das ist eine Strategie. Ja, wir auch. Sehr gut. Ja, also ganz, weil du blickst ja nicht durch. Und dann nee, keine Ahnung. Du kannst ja dann auch wissen, dann irgendwie in die Babywelt gefahren oder wie es auch immer heißt, Babywalz, was auch immer, nie zu Babywalz fahren. Ja, die haben halt, weißt du, die haben alles da. Ja. Und dann kannst du den ganzen Dreck angucken. Dasselbe war ja mit Kinderwegen so. Du kannst dir den ganzen Dreck angucken, weil auch die Seite von Maxi-Cosi ist besonders schlecht. Ja. Und dann haben wir uns das alles angeschaut und dann hat man halt geguckt. Weißt du, cozy heißt ja so gemütlich, ja, so schön, so wie ein Sofa. Sofa kann cozy sein auf Englisch, ja. Ne? Das, und die sehen absolut maxi nicht cozy aus, weil die sehen einfach so schon furchtbar aus, alle. Ja, aber ich glaube, die sind schon gemütlich. Also wenn du dir die so in groß vorstellst, so eine Schale, wo du dich so reinlegst. Die überall weich ist und gepolstert, ich glaube schon auch. Wahrscheinlich relativ gemütlich. Ich weiß nicht. Aber gut. Wir haben uns dann am Schluss entschieden für den Cybex statt für den Maxi-Cosi. Das ist halt ein anderer Hersteller. Und zwar den. Und jetzt Vorsicht bitte festhalten, wenn der Name heißt wirklich Cloud Z iSize. Also Cloud Z iSize. Wow. Das ist der Name dieses Produkts. Also wir haben den Cloud Z iSize Pro. Das ist aus der Platinum Edition. Das ist so gut. Mit der, ich habe den guck Pro mal, nicht. Siehst du Platinum? Ja, Pro habe ich nicht gefunden. Also willst du Gold, Silber oder? Pro kaufen. Also wir haben auf jeden Fall die Pro-Variante. Ich war irgendwie auf der deutschen Seite, da ist es irgendwie alles relativ viel einfacher. Es gibt die Platinum-Variante, gibt es natürlich von der Scuderia Ferrari designt. das ist wirklich komplett albern. Oh. ja, natürlich. Und du kaufst ja nicht nur dieses Ding. Also klar könntest du natürlich diesen Sitz kaufen und diesen Sitz festschnallen, was die Freundin natürlich, die den erste Generation Maxi-Cosi Gebrauch gekauft hat, nicht gemacht hat. Sie hat den einfach auf den Beifahrersitz gestellt, hat diesen Hebel hochgemacht und ist losgefahren. Was? Bis dann irgendwer sagte, sag mal, schnallst du den nicht an? Wie? Ach so! Ah, diese aha! Also, okay, dann ist es auch egal, dass dieses Ding vermutlich 80 Mal runtergefallen ist. Weil, ne? Auf jeden Fall, haben wir dann, also wir haben diesen
Cybex, dieses Cybex-Ding, das wächst auch, deswegen heißt der Ice Size, weil er halt mitwächst. Da sind verschiedene Inlays, die du rausnehmen kannst, bis zu 3 Jahre. Also von 0 bis 3 Jahren geht dieses Ding halt und das ist relativ nett. Okay. Und du kannst es halt fast komplett liegend also du ziehst hinten so ein Ding und dann liegt das Kind da halt quasi drin. Es ist noch ein ganz kleiner Winkel drin und du kannst es halt aufrecht sitzend machen, weil umso kleiner, umso mehr liegen und so weiter und so fort. Wir haben natürlich die Variante wir haben die Variante ohne Sensor Safe gekauft, weil wir der Überzeugung waren, dass wir in der Lage sind, den Gurt anzuschnallen. Was ist Sensor Safe? Das ist so ein Ding, das erkennt, ob der Gurt richtig sitzt. Und ob der richtig zu ist und so weiter und so fort. Also dieses Ding, was an diesem Gurt jetzt da dran ist, was man dazwischen dran gesehen hat. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Genau, also wenn du da hast du das nicht recherchieren müssen, Timo. Und kannst du den rausnehmen und auf dem Kinderwagen draufsetzen? Natürlich, klar. Ja. Und also, du kannst für unser Kinderwagengestell, kannst du halt einen Adapter kaufen, dann klickst du drauf. Und wir haben übrigens natürlich das pinke Modell mit Canvas-Stoff, weil das, genau, dieses Modell, hervorragend, das ist toll. Ja, den haben wir. Passion Pink Plus, den haben wir ohne Sensor Safe, aber natürlich, weil so. Wieso ist das nicht Passion Pink Pro? Es ist mir völlig unklar alles. Vielleicht ist es, ne, Passion Pink, das ist es nicht, weil wir haben die Plus-Variante, die ist so ein bisschen, oder ist das die, was weiß ich. Also, völlig wild. Das ist völlig banal. Man dreht einfach komplett durch, wenn man diesen Scheiß kaufen muss. Ich hätte fast die von Scuderia Ferrari genommen, weil die einfach sehr schlicht sind. Aber die waren einfach wirklich ungewöhnlich, erstaunlich ist. Ja, ja. Also der eine ist wahnsinnig hässlich und der eine ist einfach, okay, der sieht okay aus. Und aber jetzt hast du doch sicher noch irgendeine Basisstation gebaut, oder? Natürlich. Gut, dass du es sagst. Wir haben natürlich die Base Z. Und die Base Z, die kann eine Sache, oder es ist die Base Z One. Ich bin mir nicht sicher. Oder die Base Z Pro. Völlig unklar. Aber es ist, diese Base, die kann eine Sache. Das sind nur die besten Schaubilder. Ja, ja, weil du, natürlich, jedes Auto hat woanders seine Isofix-Dinger. Ja. Manche haben die vorne und hinten, manche haben die nur vorne, aber manche haben die nur hinten. Deswegen ist es doch Isofix. Ein Anschluss. Ja, natürlich, aber. Man kann doch nicht unterschiedliche Anschlüsse brauchen. Nein, nein, das ist Isofix alles gleich, aber zum Beispiel die Zoe, die hat Isofix vorne und hinten. Der Ioniq hat Isofix nur hinten. Mhm. Das heißt, bei der Zoe könnte ich die Basisstation vorne einklinken und hätte das Kind auf der Beifahrerseite sitzen. Beim Ioniq sitzt das Kind immer hinten, weil nur da Isofix ist. Ja. Ich könnte natürlich vorne mir den Cybex hinstellen auf den Sitz und anschnallen, weil er hat natürlich auch Adapter zum Anschnallen. Aber ist natürlich Quatsch. Und was an dieser Basisstation tatsächlich sehr, sehr, ja, Regenverdeck. Ja, schon. Es gibt wirklich ganz viele tolle. Die sind super übrigens. Sehr Hilfe, unbedingt Isofix-Einbauhilfen kaufen. Liegen bei uns oben rum, habe ich nicht gebraucht, war völlig unnötig. Doch, sehr gut. Bitte erklären, was tun die denn? Du hast ja, das Isofix-System sind mehr oder weniger zwei Haken, die in deinem Sitz innen drin sind, wo du einen Kindersitz fest mit dem Fahrzeug verbinden kannst. Jedes Auto irgendwie, ne? Seit 20 Jahren. Außer der Panda. Genau, der Panda. Italienisches Modell, der in Deutschland ganz bestimmt. Ja. Und diese Einbauhilfen, die kannst du halt vorher da reinstecken und dann hängen die an der Stelle, wo halt deine Isofix-Klammern sind und du kommst halt leichter dran. War tatsächlich überhaupt kein Problem im Ioniq, weil diese Basisstation, die schiebt zwar so Arme aus, du rammst die einfach in diesen Sitz rein. In dem Moment, wo wenn du halbwegs in der Lage bist, den Punkt zu treffen, wo die Isofix-Klammern sind und der Ioniq hat da zwei so Pfeile und dann rammst du das Ding rein und rammst die Station einfach voll gegen den Sitz und dann geht so eine grüne Lampe an. Das ist tatsächlich wild. Diese Station alleine kostet nochmal 200 Steine. Also die nehmen einfach wieder, die nehmen es einfach, es ist, und der Sitz ist nochmal doppelt so teuer. Ja, ja. Und diese Station hat aber halt Sensoren für jeden Dreck. Das heißt, du rammst, nur wenn du diesen ganzen Aufbau so fest wie es geht in diesen Sitz reingeballert hast, nur dann wird so ein kleines Feld grün und dann musst du diesen Fuß ausfahren und diesen Fuß vernünftig in den Boden reinballern. Klar. Wenn du es nämlich nicht machst, pfeift er die ganze Zeit. Da ist ein Sensor drin und eine Batterie. Ja. Oh ja, da ist eine Batterie drin, die da versorgt, dass du, wenn du das nicht richtig eingebaut hast, dass du einfach taub wirst. Und dann hast siehst du noch, mal, was 5 Jahre für den Unterschied machen crazy können. Shit. Bei uns ist irgendwie einfach nur, richte mal so aus, wie das passt irgendwie. Das Beste an dieser Basisstation ist aber, dass sie drehbar ist. Diese Basis hat einen drehbaren Teller. Das heißt, du kannst halt den Sitz
um 90 Grad drehen und dann schaut dich das Kind an aus der Tür raus. Und das ist ja sehr praktisch, weil du das Kind da leichter reinbekommst. Ja. Im Video sehen wir jetzt gerade diese Sensorflächen, das ist relativ praktisch. Und du klickst diesen Sitz einfach in diese Basisstation ein, setzt dieses Kind rein, drehst es dann so, dass es richtig rumsitzt und man beachte, dass in dem Produktvideo auch irgendein riesiger Audi-Kombi zum Einsatz kommt, weil du den kriegst und das gerade so rein. Aber es braucht halt genau einen Sitzplatz und das ist eigentlich völlig fein. Warte mal, der Spruch von der Firma ist for all tomorrow's people. Ja, schwierig. Wir haben ja auch Cybex. Ja. Waren da sehr zufrieden. Ich habe übrigens auch, was die Drehfunktion angeht, habe ich große Hoffnungen drin gehabt. Und nachdem dann irgendwie die ersten 3-4 Monate rum waren und so das erste Essen und was auch immer diesen Sitz dann zierte, wir haben den nie wieder gedreht. Also vielleicht machst du das ja oder drehte sich auch nicht mehr irgendwie. Also das ist sicher eine Brezel. Der war Brezenkleber unten. Ja. Ja, das war schwierig. Ich weiß nicht, was das finnische Äquivalent ist von irgendeiner gebackenen Speise, die einfach sich danach in Sekundenkleber verwandelt. Kavopustis zum Beispiel. Also, natürlich. Süße, selbstverständlich. Naja, also jedenfalls, Cybex, wir waren sehr zufrieden damit. Gut, dass du, also das Interessante ist echt ernsthaft die Auswahl, was für Altersspannen die abdecken. Ja. Weil wir hatten zum Beispiel einen ersten, der hat irgendwie nur 0 bis 9 Monate oder so abgedeckt. Ja. Und dann kaufst du potenziell 3 Sitze so über die Lebenskinderzeit deiner Kinder, was preislich echt ordentlich ist irgendwie. Wenn du eins von 0 bis 3 hast, ist schon mal, glaube ich, ein guter Anfang. Kaufst vielleicht nur 2 oder so. Und im Zweifel kannst du halt irgendwie auf diese Basisstation auch andere Sitze dann draufklemmen und so weiter und so fort. Und Leo, wie du es vorhin schon sagtest, du kannst natürlich diese Schale, wenn du das möchtest, auch auf das Gestell des Kinderwagens packen. Natürlich ist das im Zweifel nicht ideal. Bedeutet aber, also gerade den Neugeborenen oder das Neugeborene willst du da nicht damit über längere Zeit rumfahren. Aber es ist schon relativ praktisch, weil du bist halt in der Lage, nur diesen Sitz mitzunehmen und das Gestell des Kinderwagens und kannst es dann rumfahren. Das war jetzt in unserem Fall schon sehr, sehr praktisch, als wir aus der Klinik entlassen wurden, weil wir konnten beide nicht vernünftig heben. Also bei Kerstin halt, weil gerade Kind bekommen, ich hatte halt weiterhin gebrochene Rippen und ich hätte es jetzt nicht so geil gefunden, das Kind halt bis zum Auto zu tragen. Und das heißt, ich konnte halt einfach den Cybex mitnehmen und das Kinderwagengestell, wir konnten das Kind da reinspannen und halt dann auf dem Kinderwagen runterfahren. Das war schon relativ easy. Ist auch geil beim Einkaufen sicherlich. Irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Also, weil da musst du natürlich nicht dauernd das Kind umladen und so weiter und so fort, sondern nimmst halt diesen Sitz raus, legst es, klickst ihn auf und klappst es einmal so aus, dass das Kind halt liegt. Also natürlich, wenn es älter ist, muss es da drin nicht mehr drin liegen, weil es dann nicht mehr so wild ist. Aber das macht halt schon, das macht die Sache schon relativ angenehm und relativ einfach. Und diese Adapter sind halt relativ klein. Ja, also kann man machen. Ja, vor allem, wenn du auch halt, so wie du gesagt hast, halt ein Kind das, was im Auto halt gerne einpennt, was ja wirklich viele Kinder machen. Und dann musst du die theoretisch aus dem Auto, aus dem Sitz rausholen, um sie halt in den Kinderwagen zu legen. Ja. Und das geht wahrscheinlich in 90% der Fälle mit großem Geschrei einher. Du sparst dir da viel Ärger, wenn du da zumindest die Option hast, diesen Kindersitz flexibel auf den Kinderwagen drauf und wieder raus und rein zu laden. Also das, ja. War der auch bei Shift- und Warentest dann irgendwie gut? Ja, nein, wir haben den Beschissenen gekauft. Ja. den Volltestverlierer. Nein, aber völlig unsicher. Die schneiden ja alle irgendwie, also ich meine, die Top Ten, da nimmt sich es ja nicht. Ich habe diese Shift- und Warentest wirklich gekauft, um einfach so einen Eindruck zu bekommen, welche sind die besten 3 oder so. Und dann haben die sich alle nicht so viel genommen, ehrlich gesagt. Ja, Kerstin hat gesagt, dass der Testsieger den kaufen wäre. Habe ich gesagt, okay. Und haben ihn dann bestellt. Das war relativ. Also, weil wir standen halt auch in diesem Baby-Geschäft vor dieser Auswahl und haben dann festgestellt, echt Quatsch. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt hier zu versuchen zu verstehen, welches Ding man kaufen will, weil es ist alles dasselbe.
Das sind alles, und dann wollten, im Zweifel haben halt irgendwelche Idioten dann dieses Ding genommen und gegen die Wand geworfen und geguckt, welche Wassermelone danach noch ganz ist. Und ich nehme an, dass solche Stiftung Warentest irgendwelche solchen Dinge getan hat, und ich hätte keine bessere Entscheidung treffen können. Also es ist jetzt, ich kann nicht beurteilen, ob die Tests, die Stiftung Warentest gemacht hat, ob die sinnvoll waren oder nicht, und ob ich, wenn ich mir 18 Dinger gekauft hätte und verschiedene Tests gemacht habe, zum selben Ergebnis gekommen bin. Ich kann einfach nur sagen, da waren die meisten Haken dran offensichtlich, den haben wir gekauft, und auch wieder hier, weißt du, dann zahlst du irgendwie 600 Euro für den Dreck, aber und es ist dir dann einfach egal, weil du der Meinung bist, naja gut, das wird wahrscheinlich für den Fall, dass irgendwas passiert, dafür sorgen, dass dem Kind am wenigsten passiert, und fingers crossed. Bitte nichts ernst nehmen, was ich sage, aber ist es bei Elektroautos nicht eigentlich so, dass die wegen der hohen Beschleunigung doch nach vorne sitzen müssen? Die sind angeschnallt. Die sind so schnell fahren. Also bisher ist es noch nicht hinten rausgefallen, das Kind. Von daher, ne, weißt du Bescheid. Nee, du fährst auch vorsichtiger. Du wolltest nach dem Döner essen, da war das Kind auch hinten drin, wolltest du so einen Motorradfahrer zersägen. Hast du gesagt, nee, mach ich nicht, weil das Kind sitzt drin. Es war sehr, sehr lustig. Vor allem, weil ich am Tag vorher hier noch lang gefahren bin, und da hat mich so ein Rollerfahrer mit einem echten Roller, also nicht mit dem kleinen Spaßkennzeichen, sondern es war halt so ein 200-Kubik-Roller, hat mich halt überholt und sich vor mich hingestellt. Naja, was machst du halt dann, ne, an der Ampel? Dann schalte ich halt den Drive-Modus um auf Sport, und habe ihn halt stehen lassen. Und dann ist er so an der nächsten Ampel, ist er so links neben mich gefahren, mich so angeguckt, hat anerkennend genickt und ist dann links abgebogen. Es war sehr, sehr lustig. Und da war es halt selber. Motorradfahrer stellt sich halt auf die abbiegige Spur, und klar war der dann an mir vorbei, weil ich halt sehr behäbig losgefahren bin, weil ich dachte auch nicht, dass das Kind dann das Auto voll speibt. Ja,